guten Tag und willkommen hier zu Ideen Expo TV. Heute ist mal wieder so ein schöner Tag, wo man sieht, dass die Ideen Expo auch wahnsinnig international ist. Und zwar haben wir Besuch aus Japan und zwar aus drei verschiedenen Städten, aus Hiroshima, aus Anan und Tsubuka. Und zu meiner Linken ist Professor Renz von der Leibniz-Universität Hannover, der die Kollegen mal mitgebracht hat. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for coming to in our little show here. Maybe you can introduce yourself and tell us where you are, where you're from, what's your name, and what you're doing. Sure. Maybe we can start with you. Yeah, I'm Oshio, Hiroki Oshio from University of Tsukuba. I was invited by Professor Franz Renz. Well, my subject is chemistry. I'm working on the molecule which has a metal ion and the organic molecule. And sometimes it shows up, it acts as a magnet, even it's in the molecule. Mm-hmm. This is my topic. Okay. Yeah. My name is Narioki Kawabata. I and his colleagues and come from Anan National College of Technology in Tokushima. We demonstrate LED display, especially the interactive display. People can write art or character on the displays. Mm-hmm. Okay. My name is Minoru Komatsu. From Anna National College of Technology aus Tokushima. Sehr gut vorbereitet. Noch mehr auf Deutsch oder war das der einzige Satz? No. You can speak any more German, or was that the only sentence you learned? Yeah. He's very talented. This LED display, haben wir zusammen mit Studenten Hans gefertigt. Very nice. Thank you. Thank you. What about you? Okay. My name is Katsuya Inoue, coming from Hiroshima. Hiroshima is famous something in the first victim of atomic bombing in the world, and Hiroshima is also sister city of with Hanover. Mm. I was working in magnet system, but as you know, we have the right hand and left hand. The shape is very similar, but different. Mm-hmm. This has a chirality shape. The chirality shape is fundamentally it's very important from the space of shape of galaxy. You know, the some helix, like helix, and also chirality is very important in the biosystem. Our protein also have a chirality shape in the molecule. And my case is I want to make the magnet with a chiral shape. Then we are success to make the left-handed chirality of magnet or right-handed chirality. That has a very special property, physical properties, new properties. Then we are enjoying the science. Well, thank you so far for the introduction. Good that you are here for us. Professor Renz, jetzt erzählen Sie mal ganz kurz. Sie kommen, wie gesagt, von der Leibniz-Universität Hannover. Haben Sie die Kollegen einfach im Urlaub kennengelernt oder warum sind die heute hier? Also ich bin Chemiker und arbeite am Institut für Anorganische Chemie der Leibniz-Universität und wir haben uns eigentlich auf Tagungen kennengelernt und dann teilt man sich die gleichen Leidenschaften und wenn man sich die gleichen Leidenschaften teilt, dann muss man natürlich auch was gemeinsam machen. Und das führt dann so weit, dass wir gemeinsame Publikationen gemacht haben aufgrund der Forschungsergebnisse und wir tauschen auch Studenten aus. Zum Beispiel war gerade im letzten Wintersemester in Tsukuba ein Student und hat dort ein ganzes Semester studiert. Und das konnte er sich dann hier anrechnen lassen für sein Studium, sodass er keine Zeit verloren hat, aber sehr viel Erfahrung gewonnen. Aber wie kommt denn die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Universitäten? Naja, man muss sich bemühen. Man muss was machen. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es, heißt immer so schön und so machen wir es auch. Ja, wo kam denn die Idee her? Ja, also man trifft sich auf internationalen Tagungen. Das sind eben dann die führenden Köpfe auf einem Gebiet. Und wenn man sich dort trifft, dann möchte man natürlich noch besser werden. Und dann gibt es eben gewisse Dinge, die der eine besser kann als der andere. Und die Synergie, die haben wir genutzt.
Und dann haben Sie bei sich an der Universität in Hannover das einfach vorgeschlagen, eine Kooperation zu starten. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also als Professor habe ich die Freiheit an der Universität, dann solche Kooperationen erstmal zu beginnen. Und wenn das wirklich dann mal innerhalb der Gruppen gut läuft, dann kann man das auf eine höhere Ebene, auf Universitätsebene stellen. Und da sind wir dabei und das wird auch sehr positiv aufgenommen. Was ist denn so der Schwerpunkt bei Ihrer Kooperation? Um welches Thema geht es genau? Nun, wir forschen also auf diesem Gebiet und der Professor Inou hat schon vorgestellt, also Moleküle, molekulare Schalter und Eigenschaften dieser Moleküle. Und das betrifft uns im täglichen Leben. Zum Beispiel unser Blut, also Blut in meiner Hand, das ist rot und blau. Und das sind molekulare Schalter. Die treffen uns jeden Tag. Wenn die nicht funktionieren, dann haben wir ein Problem. Wenn ich dann ein Magnet anlege, dann wird das eine Blut stärker angezogen, das Rot im Vergleich zum Blauen. Machen die Unis verschiedene Kooperationen mit Ihnen oder bearbeiten Sie alle dasselbe Gebiet? Die Wissenschaft ist so riesig, sodass wir praktisch bei jedem Einzelmolekül schon so weit unterscheiden könnten, dass es da also genug Separation gibt. Die Welt ist einfach so groß, es ist für alle Platz. Sie haben jetzt gerade vom Blut gesprochen, hier vorne haben wir aber einen Mars-Roboter stehen oder einen Mond-Roboter, wie auch immer. Wie ist da die Verbindung? Nun, wir haben, wie beim Lego-Spielen gibt es Bausteine im Kindergarten, die setzt man zusammen und Chemie ist nichts anderes. Man stellt aber in der Chemie jetzt die Bausteine viel kleiner dar, das sind dann die Atome und die muss ich zusammenstecken zu Bindungen. Und ein Element, das eines der stabilsten im Universum, das Eisen. Eisen, Stahl, Zeitalter, also ist ja für uns wichtig. Und genau dieses Element, das untersuchen wir auch auf dem Mars. Und auf dem Mars haben wir da so sehr viel Eisen. Und das Eisen, wenn wir das finden und wir wissen, in welche Struktur das hier eingebettet ist, dann ist das unser Geschichtsbuch quasi, unser geologisches, das wir nur lesen müssen. Und dann können wir sagen, was war am Mars los vor einiger Zeit. Und da ich also... Und wir Experten für Metalle sind, so einzelne Atome, die irgendwo drinnen sind, können wir sehr viel darüber aussagen, egal wo das ist, ob das in der Erde oder am Mars oder im Körper ist. Das ist das Schöne in der Chemie. Es ist die Wurzel des Lebens. We have a little movie and we can show, we have a little exhibition spot here at the EDN Expo. Maybe we can show it. Können Sie vielleicht kurz erzählen, was wir da sehen? Ja, also hier sind wir am Stand und da wird gerade das wunderschöne Experiment aus Anan präsentiert. Da können die Kinder also ihre Figuren zeichnen, ihre Künste, so eine Kalligrafie mit Licht auf so einem Display machen. Und die Kalligrafie hat einen hohen Stellenwert in Japan und hier werden die Kinder also in diese Künste eingeführt. Zum anderen gibt es jetzt hinten noch ein Experiment, wo man dann direkt mit einem Laserpointer auch seine Geschicklichkeit testen kann und zeigen, wie schnell man bestimmte Bewegungen nachmacht. How do you like the EDN Expo? Very much, very much. Well, you know, we have many expo like that, but our expo is concerned with the people, every people. But this expo seems to for the only kids. But yeah. You know, I feel the kids will be very impressed for the science and technology. I guess they are. Yeah. They are very impressed. Tell me, have you seen something that you liked here at the EDN Expo? Like here? Yeah. Many things. Like what? Like medical questions. Well, maybe friendship. Have you met nice people here? Sure, many. Wir schnacken gerade so ein bisschen über die Ideen-Expo, wie es Ihnen hier gefällt. Und er ist sehr beeindruckt darüber, dass wir hier so eine Ideen-Expo haben, die für Kinder besonders ist. Have you seen Hannover, the city? Yeah. How do you like Hannover? I feel a comfortable city. Hannover is comfortable. And I want to live in the Hannover after retire. You want to live here? Why do you want to live here? You want to stay in Hannover? No. I want to live in this Hannover after retire on my job. In the future. Also, wenn er in die Rente geht, dann möchte er gerne nach Hannover ziehen. Maybe you can tell me what's the biggest difference between maybe the cities and the countries you are from and here, and maybe the working together with Professor Renz. Is it
a different thing to work with people in Japan and then with Professor Renz? So work in Germany or in Japan, what is the difference? That's a tough question. Maybe somebody else? People say that, Japanese student works longer time compared with the German student. But sometimes it's not true. Well, as I told you, that we have exchange student from his lab. He works just like, Japanese student from 9 o'clock to 10, for example. So some people work very hard. This is what I found here. So there's not so much difference between them, between okay. us. Habe ich richtig verstanden, die deutschen Studenten arbeiten mehr als die? Also von 9 bis 10, wie die japanischen Studenten aufgehört, von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Arbeitszeit. Oha. Das ist in japanischen Labors manchmal üblich, aber für eine Zeit, wo man wirklich was erreichen möchte. Das ist schwer durchzusetzen in deutschen Labors, muss ich sagen. Aber unsere deutschen Studenten passen sich in Japan an und arbeiten dann auch so lange wie die japanischen. Yeah. Yesterday we talked to the NASA via Skype, and we also made a little clip from this. Maybe we can show this. Wir waren gestern ja, haben ein kleines Filmchen gemacht. Wir haben mit der NASA gesprochen. Da sind Sie sogar. Ja. Herr Professor Renz, was sehen wir da? Ja, also da stehen wir auf der Bühne und hatten ein wunderschönes Gespräch und eine Diskussion, um einige dieser wunderschönen Highlights der Mission hervorzuzeigen. Das war also für uns also eigentlich eine schöne Sache, denn es heißt immer Brot und Spiele, wir kriegen das Brot und geben die Spiele und das ist halt traumhaft. Wenn wir beweisen können, dass der Mars mal ein blauer Planet war und hier der John Carlos im NASA-Kontrollzentrum der Mars Exploration Mission hat hier gezeigt, wo der Rover gerade sich bewegt und wo wir uns in den nächsten Monaten noch hinbewegen werden. Ich denke, das ist also ist wirklich fantastisch. Also der echte Beweis, dass es ein blauer Planet war, ist durch diese Mission definitiv erbracht. Ist das auch ein Teil Ihrer Zusammenarbeit? Ja. Allerdings, das ist jetzt eine amerikanische Kooperation. Da sind eben zwei deutsche Geräte jetzt mit einer NASA-Mission auf dem Mars gelandet, in einer Doppelmission und zwei verschiedenen Orten, im Gusev-Krater und im Planitia Meridiane. Ja, ich bin sehr glücklich darüber. Als Kind habe ich geträumt mal so, Houston, we have a problem. Aber dann dachte ich mir, irgendwann möchte ich mal in so ein Kontrollzentrum mal das besuchen, mal anschauen. Aber dass ich da reinkomme und dann mit einer Funktion und jemand hört noch auf das, was ich sage, das hätte ich mir nie gedacht. Ja, das kann man alles hier auf der Ideenexpo erleben. Ja, Träume werden wahr. Ja, absolut. Tell me, how many students go to Hannover in like a one year? Wie viele Studenten kommen nach Hannover so im Jahr? From our school? Ja. Five people comes to Hannover and Osterfarier or Osnabrück. And how many people go from Hannover to your city? Well, actually, from Lower Saxony. They are coming from all over Lower Saxony, not just only from our place. Mm-hmm. And it's how many, you say, coming from Germany to Japan? I don't know how many exactly. I know maybe like, two or three. Yeah, two or three people. When students come back to Japan, if they spend time in Hannover or in Germany, what's like the thing people tell about Germans or Germany? Wenn Studenten zurückkommen nach Japan, die in Hannover waren oder in Deutschland, was erzählen die am meisten? So gibt's irgendwie eine Geschichte, die jeder erzählt? They say meal is good. German dish is very good, and Brust is very delicious. They said. Also auf jeden Fall große Begeisterung, wenn sie zurückkommen. Yeah. Thank you so much that you've been here. Thank you for being in this show. Professor Renz, Sie wollen noch was sagen? Ja, also die Zahl der Studenten, die wir austauschen, hängt immer vom Geld ab. Also hätten wir ein bisschen mehr Geld, dann könnten wir mehr machen. Und ich muss wirklich positiv feststellen, dass es auch Studenten gibt, die sagen, ich will nach Japan und ich kriege jetzt aber nur, weil wir nicht genug Geld haben, nur einen Teil der Gelder ersetzt und die zahlen auch aus eigener Tasche noch was drauf. Okay. Das finde ich wirklich fantastisch und beeindruckend. Fall.
Wo finde ich Sie hier auf der Ideenexpo, falls ich auch mal den Austausch machen möchte vielleicht? Ja, unter Kommunikation 325, da sind wir zu finden und da sind wir auch noch bis sonntags. Alles klar, dann vielen lieben Dank Ihnen. Und bei uns geht es hier gleich weiter, glaube ich, im Anschluss. Und zwar mit Hüttenes Albertus, chemisches Werk. Und zwar das Thema ist Get in Form Schulgießerei. Bis dahin also.